Südkurier-Gespräch mit dem Jochen Sauer, seit Mai 2017 Leiter des FC Bayern Campus, zusammen mit dem Hermann Gerland. Herr Sauer, wir sind hier im Campus, 30 Hektar große Anlage im Norden von München, eines der modernsten Ausbildungszentren in Europa. Was bietet der FC Bayern seine Nachwuchsspieler hier alles? Ja, inzwischen deutlich mehr, als wir das noch vor einem Jahr an der Sebenerstraße machen konnten. Da haben teilweise Mannschaften zu dritt, zu viert auf einem Platz trainieren müssen. Also wie gesagt, wir haben hier jetzt optimale Bedingungen, sind mit der U9 bis zur U19 hier hergezogen, mit 7 Trainingsplätzen, einem kleinen Stadion, das man hier im Hintergrund sieht, mit einer Kapazität von 2.500 Zuschauern, wo unsere U17 und U19 ihre Pflichtspiele absolvieren. Haben wir inzwischen ein Internatsgebäude aufgebaut, wo inzwischen 35 Jugendliche, die außerhalb von München oder außerhalb des Freistaats Bayern wohnen. Oder also national und international besetzt. Genau, also wir sind jetzt zwar noch vorwiegend national, aber wir können mit dieser Infrastruktur langsam auch ein bisschen uns internationaler aufstellen. Da haben wir jetzt die Möglichkeiten auch vom Personal, was die pädagogische Betreuung angeht, die sprachliche Betreuung, doch deutlich bessere Bedingungen als vorher. Und ja, also hier ist es doch auch möglich, die Jungs optimal auf Profifußball vorzubereiten. Stichwort Profifußball, wie viele Trainer sind hier im Einsatz im Nachwuchsleistungszentrum? Also wie gesagt, wir haben 10 Mannschaften von der U9 bis zur U19 hier. Die U23 trainiert spielt noch an der Sebener Straße beziehungsweise im Grünwalder Stadion. Aber wir sind in allen Mannschaften mit Trainer, Co-Trainer besetzt. Ab der U13 auch dann mit hauptamtlichen Trainern. Ab der U15 dann auch noch mit zusätzlichen Athletiktrainern. Also die Mannschaften ab der U15 sind sehr professionell aufgestellt im Trainerbereich. Torwarttrainer ist ein bekannter Mann vom FC Bayern, Uwe Gospodarek, habe ich gesehen. Also sind auch Leute, Ex-Profis, die hier mitarbeiten nach. Genau, also jetzt auch eigentlich schon seit letztem Sommer der Tom Starke, der bei uns eigentlich die Torwarttrainer-Koordination übernommen hat. Der musste jetzt aufgrund der Verletzung von Manuel Neuer nochmal bei den Profis aushelfen, aber ab Sommer haben wir ihn dann fest bei uns und dann hoffen wir, dass wir unseren Manuel Neuer dann nochmal selber ausbilden können. Gut, ich meine, dieser Campus, reine Investitionskosten, 70 Millionen Euro, Haufe Geld. Wäre es nicht einfacher gewesen, sich einen internationalen Topstar zu holen, weil seit David Alaba vor 6, 7 Jahren ist ja keiner aus dem Bayern-Nachwuchs mehr in den engeren Kader gekommen bei den Profis. Was sind da die Ziele, oder? Ja, das ist richtig. Also ich glaube aber auch, dass natürlich die Konsequenz daraus, dass die letzten 10 Jahre jetzt im Nachwuchs, sage ich mal, nicht mehr der optimale Output da war, auch dann dieses Nachwuchsleistungszentrum gebaut wurde. Und unser Ziel natürlich ist, dass wir jedes Jahr 1, 2 Spieler auf Niveau entwickeln können, die dann wirkliche Alternativen für den Profikader sind. Und klar, wenn man von Superstar 70 Millionen ausgibt, dann hat man natürlich auch mal das Risiko, dass es komplett schief geht. Genau. Und hier haben wir schon die Chance, dann einfach Jungs jedes Jahr 1, 2 Jungs auszubilden. Ist das so die Zielvorgabe von Präsidium, oder? Ja, also es ist schon so, dass es unser eigener Anspruch ist, dass wir den Profis jedes Jahr 1, 2 Spieler auch für den Kader anbieten können, die dann eben nicht teuer eingekauft werden müssen. Aber am Ende ist es natürlich bei einer Profimannschaft mit 22 Nationalspielern auch nicht immer planbar. Wenn wir am Ende dann diese 2, 3 Spieler zumindest in die Bundesliga bringen, dann denke ich, haben wir hier auch eine gute Arbeit geleistet. Ich denke auch, dass es beim FC Bayern schwieriger ist, in den Profikader zu kommen, wie bei manchen anderen Bundesligisten. So ein Nachwuchsleistungszentrum hat immer auch eine gewisse Philosophie von unten bis nach oben. Welchen Einfluss haben da die Trainerwechsel? Ich meine, jetzt kommt Niko Kovac, vorher war Ancelotti da, zwischendrin Jupp Heynckes. Wird da immer alles wieder über den Haufen geworfen oder wie läuft sowas? Gut, also ich denke, dass man natürlich im Profibereich eine gewisse Flexibilität haben muss. Es gibt dann auch nicht so viele Trainerkandidaten, die da immer wieder für Bayern München in Frage kommen. Aber unser Ziel und unsere Strategie hier im Nachwuchs ist schon, dass wir jetzt durch den neuen Campus auch eine Kontinuität in das ganze System reinbringen wollen. Das bedeutet auch, dass wir jetzt versuchen, unsere Trainer auch langfristig hier im Nachwuchs zu halten. Und wir als Nachwuchsleistungszentrum, allen voran natürlich auch Hermann Gerland, wird da auch eine sportliche Philosophie vorgeben, die ist zum größten Teil schon erarbeitet, orientiert sich natürlich auch an den Werten, die Bayern auch die letzten Jahrzehnte verkörpert hat. Und dann versuchen wir hier schon eine Konstanz reinzubringen, damit eben die Jungs auch wissen, auf was sie sich einstellen müssen und dass Trainerwechsel nicht mehr die entscheidende Veränderung dann am Ende mitbringen. Und FC Bayern steht ja auch für mir san mir. Das heißt, man will auch gucken, dass wir da bayerische Nachwuchsspieler auch in die Mannschaft kriegt oder so. Und Thomas Müller, Nummer 2. Ja, ganz klar, das ist unser Ziel. Und dann muss man auch sagen, natürlich haben wir hier unser Internat, wo wir insgesamt eben die Möglichkeit haben, 35 Jungs zu beherbergen. Aber bei
bei 220 Spielern, die wir insgesamt von der U9 bis zur U19 hier haben, kommen ja mehr als die Hälfte aus dem Großraum München oder aus dem Freistaat Bayern. Und natürlich ist unser Ziel, dass wir auch von denen immer wieder einen zu den Profis bringen. Mhm. Gut, dann kommen wir noch auch zum Anlass unseres Besuchs hier am 30. Juni. Ist die U23 des FC Bayern in Lauchringen zu Gast, spielt gegen die U23 vom SC Freiburg. Wie kommt ihr nach Lauchringen? Gibt es da einen Hintergrund? Seid ihr irgendein Trainingslager in der Region? Ja, also wir sind vielleicht nicht ganz in der Region. Wir sind eine Woche in Oberstaufen, haben dort unser Trainingslager aufgeschlagen. Und natürlich ist es dann so, dass man sich immer umschaut, wo man gute Testspielgegner bekommt. Unser Ziel mit der U23 nächstes Jahr ist es ganz klar, wieder den Aufstieg in die dritte Liga anzustreben. Und da muss man sich dann auch in der Vorbereitung gute Testgegner aussuchen. Wir haben in Lauchringen die Möglichkeit, gegen den SC Freiburg die zweite Mannschaft zu spielen. Die sind ja auch ganz gut aufgestellt, genau, Dritter, glaube ich, in der Regionalliga. Haben eine super Saison gespielt, haben sich da hinter Saarbrücken, Mannheim, glaube ich, auf dem vierten Platz am Ende etabliert. Das ist auch eine Mannschaft, die in der Regionalliga, in einer sehr starken Regionalliga vorne mitspielt. Und ich denke, dass das für uns einfach ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Test ist. Hoffentlich dann auch mit ein paar Zuschauern. Auch das ist für die Jungs immer wieder eine neue Erfahrung, wenn sie nicht vor 100 Zuschauern spielen müssen, sondern wenn auch mal ein paar 1.000, 2.000 da sind. Und ich denke, der SC Lauchringen wird da sicher Wege finden, das Stadion an der Wutach zu füllen. Wäre noch interessant zu wissen, wer kommt denn mit? Ich meine, der Kader ist noch nicht ganz komplett. Aber es gibt ja so Namen, die haben kürzlich auch schon in der Bundesliga debütiert. Frank Evina, Lars Lukas May, Meritan Schabani, die haben jetzt auch Profiverträge bekommen. Gibt es eine Möglichkeit, dass die auch mit den Lauchringen sind oder werden die schon eher im Profikader dabei sein? Nein, also ich gehe mal davon aus, dass wir dort wirklich mit unserem stärksten U23-Kader antreten werden. Das Gute ist, dass die Profimannschaft erst am 2. Juli mit ihrem Trainingsbetrieb beginnt. Das bedeutet, dass die Jungs eigentlich bei uns alle in der U23 vorab trainieren. Also neben Mai, Schabani, Evina, die sicher im Kader dabei sein werden, ist auch ein Ochi Vrid, der jetzt im Moment in die A-Nationalmannschaft von Ghana berufen wurde, ist sicherlich Teil des Kaders. Und es wird da auch noch ein paar interessante junge Nationalspieler geben, die jetzt alle aus der U19 rauskommen, die eine gute Saison gespielt haben. Aber ich denke, da werden wir eine sehr, sehr hochkarätig besetzte Mannschaft für unseren Jugendbereich haben, die auch gute Spiele abliefern wird. Gut, Herr Sauer, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und der FC Bayern im Nachwuchsarbeit alles Gute und dass wir viele neue Thomas Müller hier aus diesem FC Bayern Campus in Zukunft sehen. Dankeschön. Danke.